Mercedes-Benz, Dollars oder Euros. Seine Nachbarn, Politiker und auch Pseudo von Kleinkriminellen oder einfache Hausfrauen. Geld macht verrückt, du darfst keiner Sau trauen. I hear him talk, the coldest story ever told. Somewhere far along this road, he lost his soul to the woman so heartless. How could you be so heartless? Oh, how could you talk, baby, let's just knock it off. They don't know what we've been through. They don't know about me and you. So I got something new to see. And you. Hi guys, willkommen zu dem Shitstorm Reaction Video 2.0. Ihr habt es euch gewünscht, bei Instagram habe ich eine Umfrage gemacht, soll ich noch ein Video dazu machen, weil noch einige Kommentare und einige Diskussionen daraus entstanden sind. Scheinbar war das much needed, also gut, dass ich dieses Kommentar geschrieben habe. Und ja, ich kann ja das Kommentar auch nochmal in die Infobox schreiben, dann wisst ihr nochmal, worum es geht. Bevor ich anfange, habe ich zwei Anliegen. Ein bisschen Werbung an dieser Stelle. Jetzt bin ich auch mal wie die anderen Influencer hier. Und zwar, ihr wisst, dass ich immer mal wieder darauf hinweise, dass ich einen PayPal-Me-Link in meiner Bio habe. Also, es wäre ein sehr schönes 2023-Geschenk für mich, wenn ihr mich ein wenig, ja, in Form von Geld unterstützen würdet. Also ein kleines bisschen Energieausgleich dafür, dass ich in letzter Zeit auch wieder mehr am Start bin und ja, einfach dafür, dass ich Content kreiere und das einfach so rausgebe, ne? Ist ja nicht selbstverständlich. Ist ja alles auch mit einer gewissen Energie verbunden, die ich rausgebe, von der ich mich natürlich freue, wenn sie in Form von Geld wieder zurück zu mir zurückfließt. Das ist natürlich kein Muss, also das musst du nicht machen. Und ich wollte auch dazu sagen, ich freue mich über jeden Cent. Also wenn du jetzt denkst, ja, ich habe selber nicht so viel, glaub mir, ein Euro ist viel wert. Wenn 100 Leute sagen, okay, ich lasse dir 1 Euro zukommen, dann sind das am Ende des Tages 100 Euro. Also das läppert sich total und das ist nicht nichts und es ist immer noch besser als gar nichts. Und wenn du aber denkst, ey, ich habe voll viel Geld und ich will dir voll viel Geld zukommen lassen, dann just do it. Ich setze mir da weder nach unten noch nach oben Grenzen und ich bin auch nicht böse oder sonst wie irgendwas, wenn jemand nur so und so viel spendet oder gar nicht spendet oder whatever. Das ist alles euch überlassen. Ich arbeite sowieso nach dem Pay What You Want Prinzip und es ist offen. Es ist it's open. Ich begrenze es. Es ist unendlich, wie das Universum. Ich begrenze euch da nicht. Könnt ihr euch selber überlegen, ob ihr das wollt oder nicht. Ja, was wollte ich sagen? Das dazu. Ich habe übrigens auch eine neue Coaching-Idee, wie ich euch am besten begleiten kann. Also wenn du dir von mir eine Begleitung wünschst, super geiles Prinzip habe ich mir ausgedacht. Vor allem für alle Leute, die nicht so viel Geld haben, um sich ein fettes Coaching zu leisten, die sich nicht trauen, zum Psychologen zu gehen oder eben noch nicht gehen können, weil sie noch keinen Termin haben oder. Es ist eine Art Zwischencoaching, die euch in eure Kraft bringen soll, damit ihr dann den Absprung in eine tiefere Begleitung machen könnt, wenn ihr das braucht. Oder vielleicht habt ihr doch eigentlich gar nicht so ein großes Problem und das löst sich schon während des Prozesses. Und ja, das sage ich jetzt einfach mal dazu. Näheres sage ich dazu nicht, das würde den Rahmen sprengen. Wenn ihr dazu mehr wissen möchtet, dann könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben oder auf Instagram schreiben. Also ja, wenn ihr sagt, soll ich dir einfach so für YouTube-Videos Geld zukommen lassen? Ich bin mal blöd. So macht doch jeder andere auch am Anfang ohne. Und was bildest du dir ein? Dann könnt ihr natürlich auch diese Leistung bei mir buchen. Und dann habt ihr eine direkte Gegenleistung für das Geld, was ihr mir zukommen lässt. Also das sind so zwei Sachen, die momentan so in meinem Kopf herumschwirren. Ja, so viel zur Werbung in eigener Sache. Und jetzt Werbung für meine beste Freundin Laura aus Berlin. Shoutout an dich, Laura. Grüße gehen raus. Laura hat endlich wieder mit ihrem Online-Yoga gestartet. Leute, ich mache jetzt wieder Sport. Weil ich bin Sportmuffel. Ich mache Sport nur bei Laura, weil ich finde Lauras Stimme angenehm, so wie Laura alles erklärt, angenehm. Das ist mir nicht zu schwer und aber auch nicht zu lasch. Und ja, ich muss sagen, ich tue mich mit sowas wie Yoga extrem schwer, weil ich auch ADHS habe. Ich bin sehr hibbelig momentan. Ich bin sehr oft im Hyperfokus, in der Hyperfokus-Energie momentan. Das merkt ihr wahrscheinlich gerade auch, weil ich so schnell rede. Und das bringt mich einmal komplett runter.
und bringt die ganzen Energies hoch, vor denen ich aussuche, oder die ganzen Gefühle, vor denen ich gerade so ein bisschen davonlaufe. Ja, also vergesst nicht, Leute, Yoga ist nicht einfach nur Sport oder ein bisschen Stretching. Yoga ist echt was für Körper, Geist und Seele. Und das Angebot, was Laura gerade hat, ist super toll. Also ich werde es euch auch auf jeden Fall auch verlinken. Und wenn ihr von mir kommt, bekommt ihr auch einen 5€ Rabattcode. Ihr müsst dann einfach nur Mondprinzessin 5 bei Laura angeben. Dann weiß Laura Bescheid und kann das berücksichtigen. Und ja, genau. Vergesst nicht zu sagen, dass ihr von mir kommt, beziehungsweise den Code zu geben, damit ihr Rabatt bekommt. Und ich würde mich echt freuen, wenn wir jeden Sonntag, es ist nämlich jeden Sonntag um 15 Uhr, alle zusammen Yoga machen. Mich werdet ihr auf jeden Fall auch sehen. Manchmal werdet ihr mich nicht sehen, weil ich die Kamera ausmache, weil ich gerade einen Mental Breakdown habe. Aber manchmal habe ich auch die Kamera an. Es kommt immer ganz auf meine Stimmung drauf an und wie sehr ich im Widerstand bin, weil manchmal mache ich auch die Kamera aus und mache nebenbei Quatsch, weil ich ein kleiner Rebell bin und keine Lust auf den Unterricht habe. Schön, dass ich Lehrerin bin. But I'm the hashtag bad teacher. Okay, ja, das war's jetzt zur Werbung. So, 5 Minuten sind schon vergangen und jetzt kommen wir zum eigentlichen Video und zu dem Shitstorm, der jetzt weitergeht. Okay, das war bei Mademoiselle Laura, ne? Ey, ich habe auch irgendwie voll viel Aufmerksamkeit, glaube ich. Naja, das braucht sie nicht. Sie hat genug Follower. Ich würde sagen, durch mich ist noch voll viel Aufmerksamkeit draufgekommen. Aber auf das Thema zumindest. Ey, Leute, einfach mein Kommentar wird mir auch ganz oben angezeigt. Ich weiß nicht, ob das so ist, weil ich das geschrieben habe, dass das nur mein Insta mir anzeigt. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Oder ob es bei jedem so ist. Auf jeden Fall habe ich mittlerweile 22 Likes und es gibt 47 Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, was ich geschrieben habe, dann könnt ihr in die Infobox schauen. Gucken wir mal, was die Leute noch alles geschrieben haben. Ich weiß gar nicht mehr, auf was das bezogen war, aber Fatine hat geschrieben, jupp, sowas passiert natürlich überall auf der Welt. Sie hat dieser Juicy J geantwortet. Bestreitet auch keiner hier. Auf Lauras Account dreht es sich um Marokko und daher darf es sich auch in den Erfahrungen nur um Marokko drehen. Ich finde das jedenfalls interessant. Das ist ein Account, sie sieht auf jeden Fall aus nach einer sehr netten Person. Sie hat auch eine Katze und so. Ich habe mir nämlich ihr Profil angeguckt, weil sie, glaube ich, irgendwas von mir geliked hat oder mir folgt seitdem. Ich folge ihr jetzt auf jeden Fall auch, Fatine, falls du das siehst. Fatine oder Fatin? Auf jeden Fall finde ich das sympathisch, ich folge dir jetzt. Dann Maffin oder Maffine 1986 hat geschrieben zu diesem Umarel. Ich lese jetzt die Zahlen nicht mit, das ist albern. Sorry, ekelhaft, dein Kommentar. Mein Mann ist Marokkaner und ich bin öfter im Land. Frauen, die aus dem Ausland kommen, werden oft betrachtet. Ganz genau das meine ich. Und das war mir halt einfach unangenehm, weil ich mir vorkam wie ein Zootier. Mehr habe ich auch gar nicht gesagt. Mehr wollte ich auch gar nicht sagen. Ich wollte nur diese Erfahrung teilen. Mehr war es nicht. Und sagen, Leute, passt einfach ein bisschen auf euch auf. Für alle meine Schwestern da draußen. Mehr wollte ich echt nicht. Besonders, wenn man alleine dort irgendwo steht. Ganz genau das meinte ich. Wenn ein Marokkaner dabei ist, passiert es aus Respekt eher selten. Ja, das ist das Problem an diesen Gesellschaften. Männer werden respektiert, Frauen nicht. Wenn du einem Mann gehörst und dieser Mann dabei ist, respektieren das andere Männer. Wenn eine Frau da allein steht und einfach nur ihre Ruhe haben will oder einfach nur stehen will, juckt das keinen. Das ist ja gerade mein Problem. Aber auch da gibt es Ausnahmen. Ja, auf jeden Fall ist es ja nicht jeder, der das macht. Und jedes Land hat schöne Frauen. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Danke, das sage ich auch immer. Ich verstehe auch gar nicht immer dieses, du bist hässlich, du bist schön. Weil das ist ja subjektiv. Die Person, die ich hässlich finde, findest du vielleicht schön und andersherum. Und ich verstehe nicht, warum alle so obsessed damit sind, momentan so irgendeinem Ideal zu entsprechen. Auch dieses auf TikTok, dieses, du bist eine 10 von 10. Ja, nach welcher Schablone gehen wir da dann bitte vor? Wer am meisten aussieht wie Kylie Jenner und Channing Tatum oder was? Was ist das für ein Bullshit? Fuck it. Und warum sind überhaupt alle so obsessed immer noch mit Körpern und mit Aussehen und das ist alles Scam, um uns das Geld aus der Tasche zu ziehen, Leute. Das ist alles nur Werbung. Ich weiß, ich habe auch Werbung gemacht. Aber seht ihr, das stört euch nicht, weil ihr das gewöhnt seid, aber wenn ich hier für meine ehrliche Arbeit Geld verlange, dann triggert das wieder einige Leute. Das versteht mal einer. Naja, gut. Ich reg mich nicht auf. Omar hat geschrieben, das ist die Wahrheit, womit ihr nicht klarkommt. Auf Deutsch würde das richtig heißen, das ist die Wahrheit, mit der ihr nicht klarkommt. Womit ist an dieser Stelle falsch? Ich bin Deutschlehrerin, ich kann das leider nicht vorlesen, ohne das zu berichtigen. So, Maffine hat geschrieben, schäm dich für deine Aussagen. Und was heißt denn ihr, so ein Blödsinn? Nein, tue ich nicht. Und dann applaudiert er sich selber, weil natürlich, er ist der Einzige, der sich applaudiert. Deswegen muss er sich selber applaudieren.
Dann hat Marfine zurückgeklatscht und meinte, okay. Dann hat er geschrieben, es ging mir nur darum, dass unser Land Marokko immer schlecht geredet wird und das stimmt so nicht. Nein, das stimmt doch gar nicht. Laura hat in diesem Reel mit Vorurteilen versucht zu brechen. Viele, viele Menschen haben das in den Kommentaren bereits bestätigt. Jetzt komme ich und sage nur, ey, wir dürfen aber die Kehrseite auch nicht vergessen, die existiert trotzdem. Wir können jetzt nicht einfach so tun, als ob alles schön und gut ist, weil wir müssen einfach auch das betrachten. Mehr habe ich nicht gesagt. Und dann kommt dieses, es wird immer schlecht geredet. Nein, ich bin doch die Letzte, die dieses Interesse hat. Das ist doch genau das Gleiche mit der Türkei. Ich bin Türkin. Ich bin die Letzte, die das machen würde. Und kommt jetzt nicht mit, alle Türken hassen Marokkaner. Ich hasse Marokkaner nicht. Ich habe einen Ex-Freund, der war Marokkaner. Ich hatte Freunde, die Marokkaner waren. Ich habe es auch letztens schon gesagt. Ich liebe marokkanische Musik. Wie heißt der Typ? Ich liebe seine Songs. Wie heißt er denn? Ich habe vergessen, wie er heißt. Ihr wisst, wen ich meine, ja? Der dieses Muallim-Lied gesungen hat und so. Said? Irgendwas? Ist auch egal. Auf jeden Fall, ich habe auch noch Arabistik studiert. Ich bin wirklich die allerletzte, die irgendetwas schlecht reden möchte und irgendwen hasst. Es war echt nur gut gemeint und es ist so sad, was daraus entstanden ist. Aber es ist auch gut, was daraus entstanden ist und dass es Menschen getriggert hat, weil scheinbar war es etwas, worüber geredet werden musste. Und ich finde, wenn wir das jetzt canceln, weil wir sagen, nee, wir wollen diese Länder endlich mal in ein gutes Licht rücken, dann ist es nicht mehr authentisch. Und dann fängt es an, gefährlich zu werden, weil dann kippt es in die entgegengesetzte Richtung. Und es ist genauso bescheuert wie der andere Bullshit, also... Es gibt bestimmt irgendwelche Gaffer, je nachdem, wo man ist, aber dann das ganze Land schlecht reden, das habe ich doch gar nicht gemacht. Ich habe doch nur meine Erfahrung geteilt. Ist nicht okay und das müsstest du doch wissen, da du bestimmt auch öfters da bist. Niemand hat das ganze Land schlecht geredet, ganz genau. Ganz genau. Danke, meine Engel. Danke, dass ihr mich so unterstützt. Küsse gehen raus. Ich liebe euch. Women support women. Woo! Niemand hat das ganze Land schlecht geredet, nur hat die Frau sich nicht gut gefühlt, weil sie oft angeschaut worden ist. Das war es, mehr auch nicht. Das ist ja ihre persönliche Meinung, das habe ich ja auch gesagt. Und aus dem Grund will sie nicht mehr hin. Ganz normal, ne? In Marokko ist es halt in manchen Orten sehr konservativ. Eben. Da fallen Europäer mehr auf und das kann sehr unangenehm sein. Mehr meinte ich nicht, nur das. Ich höre jetzt auf, jeden Futzel zu kommentieren. In Kassa oder Marrakesch ist man da nicht so im Blick, weil man da auch etwas offener rumlaufen kann. Ich habe mich aber mit meinen Aussagen vor allem auf Marrakesch bezogen. Das ignorieren auch sehr, sehr viele die ganze Zeit. Ich meine nicht, wir waren auch im Dorf, wir waren auch im kleinen Ort, da wo mein Kumpel herkam. Und da war es natürlich extrem, ne? Aber darauf habe ich mich gar nicht bezogen. Ich habe mich auch in Marrakesch nicht wohl gefühlt. Das verstehen viele irgendwie auch nicht, naja. Ich finde es aber sehr schade, dass man gleich Leute beleidigt und sie als nicht schön betitelt. Du warst doch nicht dabei. Eben! Und du steckst auch nicht in meiner Haut. Und du warst auch noch nie eine Frau, Alter. Ich würde euch so wünschen, dass ihr einen Monat mal als Frau durch die Welt geht, damit ihr überhaupt versteht, wie das ist, was man da erlebt und was eigentlich in einem alles so abgeht, während man seinen weiblichen Zyklus durchläuft. Ihr habt keine Ahnung. Ihr steckt nicht in unseren Schuhen und urteilt über was, über das ihr gar nicht reden könnt. Nein. Einfach nein. Okay, du hast recht, Herz. Okay, krass. Ob er uns... Die Frage ist, hast du uns jetzt wirklich recht gegeben oder... Es wäre halt voll schön. Das Ding ist, mir ist wirklich aufgefallen, wenn man sich auf die Leute einlässt und einfach aus einem reinen Herzen spricht, dann kann man sie eher überzeugen, als wenn man im Ego die ganze Zeit versucht, sich mit den Leuten zu streiten und versucht, die Leute von der eigenen Meinung zu überzeugen, weil darum geht es nicht. Es geht nicht darum. Es geht ja wirklich nur darum, Heilung in die Welt zu bringen und dann... sollte man echt in sein Higher Self tappen und nicht aus dem Ego mit Leuten diskutieren, weil es geht nicht darum, irgendein Argument zu gewinnen oder so. Es geht einfach nur darum, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Mehr ist es doch gar nicht. Gerade in den stark besuchten Touristengegenden gibt es Leute, die versuchen, die Touristen abzuziehen oder Frauen anzustarren. Gehst du ein bisschen weiter raus, unter der normalen Bevölkerung passiert dir das nicht mehr. Das ist auch so witzig. Ich habe ja irgendwie, gibt es ja auch die gegenteiligen Erfahrungen, also... Ja, es gibt auch die gegenteiligen Erfahrungen. Wir sind zum Beispiel von dem einen Ort ins Nachbardorf gefahren und wir sind einfach bei einem Bauer, das könnt ihr auch in meinem Vlog sehen, hinten drauf, also ich saß halt hinten drauf, wir sind halt von einem Dorf ins nächste gefahren und wir haben ihm natürlich was dafür gegeben und er meinte, mein Kumpel ist ja da aufgewachsen und er wusste halt, wie viel angemessen ist, wie viel voll viel Geld für ihn wäre und wir haben ihm eigentlich schon voll viel
Dirham ist das, glaube ich, ne, gegeben. Und er wollte einfach mehr von uns haben, weil er sich so dachte, die kommen aus Deutschland, die stecken eh voll, und hat halt versucht, uns noch mehr aus der Tasche zu ziehen. Das war in einem ganz, ganz kleinen Ort. Das war weder in Marrakesch noch in Agadir noch sonst irgendwo. Also klar, es gibt immer gewisse Tendenzen, die sich häufen, aber es gibt halt auch die gegenteiligen Situationen so, ne? Das kommt halt immer voll drauf an. Sorry, aber alle Frauen, die ich kenne, auch die Marokkanerinnen, wurden in Marokko angestarrt und derbe angemacht. Es ist teilweise eine Belästigung. Aber es ist nicht überall so, dass man Leute, die anders aussehen, anschaut. Ist auch nicht normal. Wir reden hier aber nicht vom nur anschauen. Marrakesch war echt am schlimmsten. Das hat eine Amy geschrieben und genauso habe ich das auch erfahren. Das heißt nicht, dass deshalb direkt das ganze Land verurteilt wird. Danke, Amy. Genau das meine ich. Die verurteilen ganz Marokko und wollen nicht mehr dahin. Das ist doch totaler Unsinn. Ey, wenn ich mich da unsicher fühle, dann gehe ich da auch nicht mehr hin. Ich verurteile nicht das ganze Land. Ich versuche mir nur selber zu schützen, was du nicht nachvollziehen kannst, weil du einfach noch nie eine Frau warst. Verstehst du das? Nein, weil du nicht in unseren Schuhen steckst. Es tut mir leid, aber ich verstehe nicht, schreibt UCFBAK. Keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. What the fuck? Okay. Geht mir bei deinem Kommentar auch so. Was soll dieser Vorwurf? Die Türken... Ach so... Shirin hat das, glaube ich, geschrieben. Geht mir bei deinem Kommentar auch so. Was soll dieser Vorwurf, die Türken, die eh Marokkaner hassen? Wie viele kennst du denn, dass du das beurteilen kannst? Kenne mindestens 4 in meinem Umfeld, plus mich, die mit Marokkaner oder Marokkanerin verheiratet sind und türkisch sind. Unmöglich deinem Kommentar nach. Ja, verstehe ich auch nicht. Das ist deine Erfahrung. Die Wahrheit lautet was anderes. Die Wahrheit. Es gibt deine Wahrheit, es gibt meine Wahrheit. Das ist ja nicht Mathe, wo einfach 1 plus 1 2 ist. Das sind Themen, da gibt es viele Grauzonen. Da gibt es nicht die eine Wahrheit. So wie es auch nicht den einen Islam gibt. Check das doch endlich mal. Mein Gott, wir reden seit 20 Jahren über die gleichen Themen und wir werden immer dümmer statt intelligenter. Alter, wenn ich TikTok-Kommentare lese, dann kriege ich Burnout, wirklich. Egal, anderes Thema, kurzer ADHS-Moment. Es geht weiter. Ich glaube eher, dass du in einer Parallelwelt lebst. Ja, Leute, aber jetzt streitet euch nicht, beleidigt euch nicht, so bringt nichts. Naja, sowas. Danke, schönen Tag noch. Okay, erstmal. Sagte ich ja, in unserer Welt ist es schon nachts, dir auch. Hä? Okay. Ich weiß nicht, ob dir dessen bewusst ist, aber die Erde ist rund, zumindest in meinem Universum. Es ist so witzig. Von wegen, dir sind bei Touristen vorsichtig. Bei mir war es damals genau dasselbe, als ich noch kein Kopftuch getragen habe. Ich wurde angefasst, angegafft und ständig angesprochen. Und selbst jetzt mit Kopftuch wird man angemacht. Leute, Hashtag MeToo. Danke, 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 dass ihr eure Erfahrungen geteilt habt. Also mit mir zusammen. Und es geht auch allgemein darum, dass es nicht okay ist. Und natürlich, es geht darum, dass es allgemein, sowas nicht okay ist. Und wir reden darüber. Wir wollen nicht das ganze Land Marokko schlecht machen. Erstens. Zweitens, subjektiv, meine Geschichte. Ich habe das dort erlebt, ich habe mich dort nicht sicher gefühlt. Ich würde dort vor allem alleine nicht mehr hinreisen. Wer weiß, vielleicht ändere ich meine Meinung und reise nochmal dahin und mache voll die guten Erfahrungen. Und dann betrachte ich das Ganze auch anders. Das hat ja auch immer mit der eigenen Erfahrung was zu tun. So, das hat auch gar nichts. Das ist so unabhängig voneinander. So, es geht weiter. Ich wurde angefasst, angegafft und ständig angesprochen. Und selbst mit Kopftuch wird man angemacht. Marrakesch ist da ganz schlimm. Das ist halt auch meine Erfahrung. Das haben jetzt schon mindestens 10 Frauen bestätigt. Wieso sind hier so eklige Kommentare? Richtig unfair. Danke. Frauen sind manchmal solche Biester. Schäme mich für euch. Danke, es ist einfach so. Es tut mir ehrlich leid, dass du dir solche Kommentare von anderen hier geben musst. Ey, aber Leute, danke. Ihr wisst gar nicht, wie viel mir das bedeutet, dass ihr da mitdiskutiert und mich einfach seht und versteht. Und es geht nicht darum, dass ihr mich bestätigt und dass ich irgendwie recht habe oder so. Es geht einfach nur darum, dass wir auch als Frauen mal zusammenhalten und dass wir halt auch einfach die Wahrheit, ja, erzählen, auch wenn es unangenehm ist und Leute triggern und dann Gegenwind kommt. Gehört irgendwo dazu, wenn wir wollen, dass sich irgendetwas ändert auf diesem Planeten. Ignoriere es einfach. Manche Frauen verstehen es einfach nicht und wollen es auch gar nicht. Nach dem Motto, wenn denen sowas nicht passiert, wird es ja anderen Frauen auch nicht passieren können. Ekelhaftes Verhalten. Ich habe absolut dieselbe Erfahrung wie du gemacht in Marrakesch und das nicht nur einmal. So, ich glaube, das waren alle Antworten. Aber ich glaube, das reicht jetzt aber wirklich mit dem Thema. So, ich habe eigentlich auch keine Lust, nochmal ein Video dazu zu machen. Es war schon ein bisschen cringe. Ich war schon an dem Punkt, wo ich mir dachte, ich habe natürlich auch Angst, in die Kommentare zu gucken, weil wenn da halt voll der Hass gegen mich kommt, das macht was mit einem Menschen. Ihr könnt noch so sehr sagen, scheiß drauf, schwamm drüber, mach, was du willst, sag deine Meinung.
wir sind Menschen und Menschen wollen immer zu einer Gemeinschaft dazugehören. Und wenn jemand uns schämt oder hatet oder aus der Gruppe ausschließt, dann setzt sich immer dieser Überlebensmechanismus ein und man kriegt einfach Panik. Man denkt sich so, scheiße, was passiert hier gerade? Und das ist auch etwas ganz Normales und diese Gefühle dürfen auch da sein. Gaslightet auch Leute nicht immer, indem ihr sagt so, hey, schwamm drüber, so, lass es nicht an dich ran, scheiß drauf. Das sind keine guten Ratschläge, vergesst nicht. Ratschläge können auch manchmal Schläge sein. Auch wenn sie von einem gut gemeinten Place of your hearts kommen. Ja, das wollte ich jetzt am Ende einfach nur nochmal sagen und danke fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!